Oh, ist das ein krasses RP, Alter. Wirklich, Alter. Holy shit. Hans ist... Das. Nee. Okay, das Telefon. Ich will ein Telefonat werden. Moin. Es gibt's. Jo, was ist bei euch Phase aktuell? Ich bring den Tim um, ich sag's dir, wie es ist. Wieso? Er hat Chillin ausgezogen. Naja, ist ja jetzt Single. Aha. Ja, das war jetzt ein schlechter Witz. Nee, wieso hat der Jillian ausgezogen? Ich weiß es nicht. Ich bring den um, wenn ich den sehe. Ja, woher weiß sie, dass er es war? Weil Tim sich extra mit ihr treffen wollte. Ach so. Tim hat ihr SMS geschrieben. Ich glaube aber nicht, dass er Jillian will. Ist mir so egal, aber keiner zieht meine Vorgesetzte aus. Lea, halt dich da fern. Halt dich da fern, du bringst dich da in absolut unnötige Gefahr. Wie nein? Mach ich nicht. In der Grove und genauso gehört es dazu, dass man seine Leute verteidigt. Warte kurz, Lea. Wenn jemand irgendwen was hört, sie, glaubt, kommen Sie? Warte kurz, Lea, bitte. Hast du eine Lagemeldung? Ah, eine Person in Gewahrsam. Somit, bleibst alleine. Warte kurz. Was brauchst du? Moin. Von mir aus könnt ihr eigentlich auch wieder abrücken. Okay, wesig Bescheid. Okay, danke. Ja, gut, bis später. So, Lea. Check. Ja. Ich verstehe euren Gruppenzusammenhalt, aber manchmal müssen Menschen vielleicht was klären. Und ich glaube nicht, dass er die Jillian will. Was denn? Kopfschmerzen. Das ist ungünstig, ja. Ja. Mhm. Okay, dann ruf mich an, wenn du wieder da bist, ja? Ja, alles klar. Ja. 3 für 3 mit 2 Stunden. Ah, okay. Warten. Ich hoffe, es ist dringend. Ich habe einen Overwatch und 3 Autos am Arsch. Es ist sehr dringend. Die ganze Grove ist hinter dir her, ne? Sehe ich, weiß. Wo bist du? Zur Mountain City Brücke. Ich baller gleich den Overwatch runter. Ist jemand bei dir im Auto? Ja. Gut. Mountain City Brücke? Sehe. Bin kurz davor, 10 Meter noch oder so. Okay, pass auf, dann schicke ich dir jetzt einen Haufen Streifenwagen, fahr nach Morrisontown, ja? Okay, aber da war ein grüner Wagen. Streifen. Ja, das macht ja nichts. Was für ein Auto fährst du? Weißer Bravo. Weißer Bravo? Okay, mäßig Bescheid, alles klar. Und da ist noch ein schwarzer BMW, der mich jetzt aufgefahren hat. Ja, ich kümmere mich drum. Fahr Richtung Morrisontown und wenn in Morrisontown noch keine Polizei da ist, fahr nach Lakeside, ja? Alles klar. So notball ich die einfach um. Nein. Die Polizei kümmert sich, du flüchtest. Okay. Ja, check. Break. Wir haben einen weißen Brabus, der aktuell von einem Hubschrauber und mehreren Fahrzeugen der Grove Street verfolgt wird in Richtung Morrisontown. Status 6, Zivilperson in Gefahr, benötige dringend Unterstützung. Somit dann wieder Streifen 15 anschließen, so wie die Streifen 3. 15 sind mehr Scheiben. Fuck, das sind 2 Hubschrauber. Burton, du bist am Arsch, Alter. Ach, du lieber Himmel. Streife 3 ist der Sprechwunsch noch aktuell. Ja, das ist so positiv. Ein EC-135 mit 2 maskierten Personen, wahrscheinlich bewaffnet, fliegen öfters hier bei Morrison her. Ja, Check, hat sich ja geklärt, ne? Ich hol dich raus, Burton, ich hol dich raus. Ja, müssen wir mit Lexington starten. Ist wahrscheinlich weitergefahren nach Lakeside, oder? Korrigiere 6 Länder. Ja, dann hinterher. Der weiße Brabus wird bedroht von denen. Check, wir stoppen erstmal in Grove. Check, höchste Vorsicht, möglicherweise bewaffnet. Info an alle Einheiten, Streife 5 mit der Einsatzleitung entscheidet, ob Langwaffenfreigabe oder nicht kommt. Nö, derzeit noch nicht.
hinten zu Ende. Vor euch zu Info ist ein schwarzer BMW mit Vollhass durchgeballert. Der ist weiter hinterher. Ist vor 10 Sekunden durch. Wo genau ist der durch? Bei euch hier bei dem. Ja, alles geradeaus, den ganzen Highway geradeaus. Also nicht Slack sein. Nee, soweit ich weiß nicht. Ist durchgefahren, aber hat er auch eine relativ hohe Geschwindigkeit. Ja, check. Okay, wir haben schon mal mindestens ein Auto abgefangen für dich. Wie viel hast du hinter dir und wo bist du? Ich bin jetzt bei eurer Leitstelle. Ich habe noch einen schwarzen BMW hinter mir und noch einen Overwatch. Streife 3, lassen Sie uns mal wieder vorbei. Bei der Leitstelle bist du? Das sehe ich, fahr gerade runter zum Krankenhaus. Okay, ja, alles klar. Also einen und einen Hubschrauber, ja? See. Okay, ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Passt. Ich kümmere mich drum. Ja. Info, die Person, die gerade am Flüchten ist, ist aktuell Höhe Leitstelle, Krankenhaus. Aktuell wird sie noch verfolgt von einem Eurocopter und von einem schwarzen BMW. Ich kotze, Alter. Ja, check, also von der MK18, von dem weißen Brabus, weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass er verfolgt wird. Das habe ich gesehen, als ich die Brücke entlang gefahren bin in Morrison, Mountain City, komm. Ja, check, dann machen wir es so, dass wir den jetzt erstmal Richtung Morrison nutzen. Wir zu euch kommen, gegebenenfalls mehr Bahnsteige vorzuhaben. Ja, flüchtige check. Fahrzeuge fahren jetzt wieder Lakeside-Tankstelle, also die Außentankstelle. Ich muss den Reifen jetzt leider liegen lassen. Ach, scheiße. Fehlschuss von mir beim Reifenwechseln. Bestätigt, komplette Kontrolle, Personenfeststellung erstmal. Entgegen, wir stellen quer. Leitstelle, Dispatch raushauen, Geisterfahrer von Lakeside Richtung Morrison unterwegs. Yes, Alter. Er hat nur eine Hubschrauber hinter sich. Na, einfach wegschwimmen oder so. Welche Richtung? Fahrbahnwechsel. Hat Geisterfahrer jetzt von Kohlemine Richtung Lakeside unterwegs. Info für Leitstelle, jetzt Richtung Geisterfahrer unterwegs, Richtung von Lexer Richtung New Haven. Benox, danke auch an dich, ne? Vielen, vielen lieben Dank, Coldrain im 10. Ich höre Sie. Info auf Grundwissen, dass wir den gerade so hinterherkommen, Wechselstreife 8 mal auf ein schnelleres Fahrzeug kommen. Bestätigt. Wir müssen dann ebenfalls kurz zum Krankenhaus, schließen uns dann aber mit schnellerem Fahrzeug wieder an. Schwarzes, flüchtiges Fahrzeug fährt jetzt am Gefrierschrank vorbei. Dreht am Gefrierschrank. Dreht erneut weiter Fahrt Richtung New Haven. Ich war zu einem langen Fehlschuss von der 2 Nacht.
Er schreibt, er muss tanken und braucht dringend einen Medic, sonst hält er nicht mehr lange durch. Streife 2 ist hinter euch. Dreht. Fahrzeug dreht. Fahrzeug dreht erneut. Fahrzeug fährt jetzt wieder Fahrtrichtung Mosen auf dem Highway. Irgendeine Aussicht, dass er nochmal dreht? Ich hätte Nagelbank gelegt. So negativ. Weißer Brabus Richtung Gefäßschrank. Ja, Information aktuell an der Autobahnkreuz, Road Maintenance. Sag mal, wie gelingt. Sag mal, wie geschafft. Dreht. Wieder Richtung Gefrierschrank auf der Rechtsspur. Moin! In Fahrtrichtung Gefrierschrank. Steig ich ein, komm. Mach die Waffe weg. 15 Kurzzeit Fahrzeugwechsel. Ich bin halb am Siffen die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Ja. Gib mir einen Moment. Leitstelle dringend ans Telefon gehen. Schwarzer Eskalade Richtung Gefrierschrank. Oh mein Gott, Alter! Holy! Leitstelle? Oh. Leitstelle, ich hatte gerade einen riesen Unfall und ich habe die verfolgte Person im Fahrzeug. Ich brauche dringend Unterstützung hier. 85 0720 und eine RTW bitte. Alles gleich. Gefrierschrank, ja? Ja. Schicken Sie mal ganz dringend. Aber jetzt wird's kritisch. Nö. Fahrt Richtung Lakeside. Auf welcher Höhe? Wo? Aktuell in der Kurve Gefrierschrank. Gehört er da hinten zu dir? Hey, kommt dem Zettel 1 entgegen. Was tut bei Ihnen da drinnen? Jungs, ich brauche hier dringend Unterstützung. Ich habe hier die Person, die wir verteidigen. Dreht mal bitte einer um. Check, Strafe 2 dreht. Okay. Ich hätte ja Antworten nicht darauf, was bei der Nico und ich. Info, der Wagen ja, ist jetzt wieder abgefahren nach Lakeside Main. An der Ausfahrt bzw. Auffahrt. Fahrt zu Escalade. Streife 18 fährt mit an. Streife 18 bitte zu Streife. Wir stehen nicht bereit unterwegs. Ja, die wissen, dass er bei mir drin ist. Anfrage Langwaffengenehmigung. Check, Langwaffengenehmigung. Ja, check, 15 fährt mit an. Frage an die LV, schlag einmal den Luftraum sperren, die drei Helikopter gehören alle dazu. Komm. Ja, der schwarze Eskalade gehört auch zu 100% dazu. Head on. BMW fährt jetzt runter auf die Highway Richtung Morrison. Verbind dich, du hast jetzt Zeit erstmal. Das Auto da fahrt durch, wenn wir zwei Reifen vorne dran klatschen? Boah, das denke ich nicht, ne. Ansonsten springt bei uns rein, schließt die Karre ab, was abschleppen. Was wir zu uns bewegbar sind. Ja. Das wäre eventuell nicht schlecht. Okay. Machen wir so. Werden drüber einsteigen. Frage nochmal die 11. Der schwarze ist dazu, so richtig? Kann nicht funken. Ja, ja, check, wahrscheinlich schon. Neun fahren Leitstelle, wir verlegen jetzt mit dem Verletzten, der hier von denen verfolgt wird, ins Krankenhaus. Benötige dann vor Ort einen Abschlepper für den ELW. Das habe ich so mit. Das war Shots Fired? Ja, das war Shots Fired gerade. Jetzt haben wir ein Problem.
Info nochmal an Leitstelle, Shots fired. Geh lieber um. Ja. Autos, fahr du mit meiner Karre, wir laufen. Im Escalade, zwei Personen, Road Street. Zwei Personen, fahr, mein Kollege ist um mich. Richtung? Ich hab dir gesagt, ich hol dich raus. Okay, mein Sprit war eh alle. Das ist natürlich ungünstig. Ja, woher wissen Sie das? Woher? Sag's mir! Ist das ärgerlich, Alter. Oh, warum hat die Schussankündigung denn draußen sein müssen, Junge? Burton hat keine Waffe, wenn ich sie hab. Nein. Oh, gut geschossen. Gut geschossen, alle Achtung. Nicht schlecht. Oh nein, nein, nicht Meta. Die Schlussankündigung war ja gegen die Cops raus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie eventuell nicht hundertprozentig wussten, dass er da drin ist. Aber einfach auf Cops geschossen haben jetzt. Das ist natürlich so ungünstig, dass wir gerade da langfahren, Alter. Oh mein Gott. Ja, Hubschrauber hat es vielleicht sogar durchgegeben. Das kann auch sein. Aber so oder so, SA war gegen die Cops raus. Ach, verdammt, Alter. Und ja, Meissner, übel unnötig, Meta zu callen, sorry. Absolut unnötig. Können wir das, liebe Moderation, können wir das in Zukunft einfach mal rauslöschen mit einem, keine Ahnung, 2-Stunden-Bann oder so? Glaube ich, dann lernen es die Leute auch endlich mal nicht immer alles auf Meta zu schieben, ne? GG, schade. Ich habe wirklich, wirklich alles probiert. Scheiße. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich leider sagen, es ist besser, wenn ich sterbe.